Nicht, dass sie mir von der Ecke kommen und mir irgendwas palabern. Hallo Leute! Ich bin wieder back von Family Day, Family Fire, dies, das, Ananas. Es ist wie spät? Let's see, wie spät wir es haben. 19.51 Uhr. Ich werde jetzt mich nicht großartig umziehen, sondern gleich anfangen zu arbeiten, also Schnitte zu machen. Einmal für das Video, was ich vorhin gedreht habe, plus das jetzt hier, den Vlog, fange ich jetzt gleich an, statt noch Zeit zu verschwenden oder so, oder Pause zu machen. Was für eine Pause? Ich brauche jetzt auch gar keine Pause. Ich mache das sofort und ja, ich werde es auf jeden Fall sofort machen. Das Einzige, was ich auf jeden Fall machen werde, sind die Kontaktlinsen rausmachen. Ich habe mir jetzt auch gerade ein bisschen Wasser angemacht. Ich werde jetzt gleich einen Kaffee trinken und dabei schneiden. Genau, ich mache Kaffee an und schneide. Oh, warum lasse ich meine Brille da? Wie wäre es, wenn ich die Brille trage, weil ich ja jetzt eh nichts sehen kann? Ja, und schneide dann das Video und dann mache ich einen entspannten. Weil wenn ich heute jetzt alles mache, die zwei Videos schneiden und so, und für morgen das eine schon vorbereiten, für übermorgen kann ich das eigentlich auch schon vorbereiten, dann bin ich safe, dann bin ich einfach safe. Und deswegen machen wir das jetzt. Da ich dachte, diese Family Feier oder ja, würde etwas länger gehen, aber ging es nicht. Gut für mich irgendwo auch, dass es nicht allzu lange ging. Dadurch bin ich früher zu Hause und kann Schnitte machen. Ich dachte, vorhin war halt noch der Plan, dass ich morgen dann schneiden würde, weil ich dann so spät wieder zu Hause bin, bla bla. Ja, aber wie ihr seht, ist das nicht der Fall. Immer das hier von der Kamera, kann ich sie nämlich hinstellen. So. Ja, auf jeden Fall ist es nicht der Fall, aber es war mal wieder super. Habe auch Essen mitgenommen natürlich. Ein bisschen was von meinem Kuchen, den ich gemacht habe, habe ich auch mitgenommen, weil ich zwei meiner Freundinnen versprochen habe, dass sie den kosten dürfen. Und deswegen habe ich ein bisschen was mitgenommen, aber einiges, das meiste habe ich ja da gelassen. Ja. Genau, das ist es. This is it, würde ich mal sagen. Ja, Leute. Also. Ganz offiziell. Also ganz offiziell. Was wollte ich denn jetzt? Wollte ich jetzt hier noch irgendwas? Ja, ich könnte den Kuchen wegpacken, damit der nicht komisch wird. Das wäre keine so schlechte Idee. Alles weggepackt. Oh, ich muss sowieso noch eine Rechnung schreiben. Das könnte ich eigentlich auch machen, wenn das eine Video verarbeitet wird. Könnte ich dann die Rechnung schreiben und danach später die andere. Und danach den anderen Vlog. Nicht Vlog, aber das andere Video schneiden. Und hier muss ich auch noch ein bisschen aufräumen vorhin, wo ich gedreht habe. Und das machen wir noch. Das machen wir alles noch. Ah, oh, warte mal. Ich saß hier. Dann setze ich mich jetzt auch wieder hierher hin. Ja, Leute. Das ist es. Das war meine Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten. Peace. Guten Morgen, meine Lieben. Und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Dienstag. Ich bin soweit fertig für die Arbeit. Ich war gestern schon auf Arbeit und muss Donnerstag noch auf Arbeit, weil der, mit dem ich arbeite, wo wir alle so sehr gehofft haben, dass er heute wieder da ist, ist nicht da. Oder dass er gestern wieder da gewesen wäre, weil gestern war Montag. Normalerweise gehe ich ja montags nicht arbeiten. Aber ich musste, weil er ja nicht da war. Naja, auf jeden Fall haben wir gehofft, ein bisschen Parfum, dass er wieder da ist. Aber nein, er ist nicht da gewesen und ich musste... Also ich war alleine, die andere hat ja Urlaub. Jetzt muss ich Donnerstag dahin, gar keinen Bock. Alter, gar, egal. Aber es geht, es war jetzt nicht so, ich kann nicht, also ich dachte so, die eine, die sagt immer, ja, montags ist immer der stressigste Tag und es ist ja so. Und ganz ehrlich, klar, man hat zu tun so, aber es ist nicht stressig. Ich merke, so, es ist sowieso nie wirklich so, was heißt nie? Ich sag nicht nie, weil doch, es gibt Zeiten, wo, aber die Zeiten kommen nicht oft vor, wo man wirklich viel zu tun hat und hin und her rennt und macht und macht. Aber ansonsten, naja, ich will nicht viel sagen. Ich war gestern allein. Oh, warte mal, was mit der... Oh, die ist so überreif, die nehme ich mit. Die Avocado habe ich von meiner Schwester, besser gesagt, mein Schwager.
von meiner großen Schwester hat die mir gegönnt. Und ja, heute nach der Arbeit bin ich auch arbeiten. Das ein Glück habe ich noch gesehen, dass ich arbeiten bin, weil es mir so aufgefallen, ich dachte so, heute ist Dienstag. Ich wusste, einen Tag in der Woche werde ich von der Arbeit zu der nächsten arbeiten müssen für 2 Stunden. Und das ist heute. Ich kann euch nicht mal ablegen, weil ich habe die Kamera halt dieses untere Teil nicht mehr. Jetzt seht ihr nicht so, sorry. Sorry, not sorry. Naja, auf jeden Fall, ja, ich muss jetzt nach der Arbeit dann zu diesem Job. Ich habe jetzt ein Video hochgeladen, das heute online kommt. Also es ist noch am Hochladen. Ich lasse jetzt meinen Laptop auch an. Ich hoffe, es lädt ganz normal hoch wie immer. Wenn nicht, muss ich nachher nochmal nach Hause kommen, bevor ich zu dieser anderen Arbeit fahre. Aber ich werde es merken, ob er es hochgeladen hat oder nicht, wenn ich es bei mir dann sehen kann auf dem Handy, in der App. In der App, wenn ich das sehen kann. Ja, Leute, ich gehe jetzt arbeiten, schön ins Büro, dann wieder ins Büro, nicht in ein Büro. Ich gehe dann wieder arbeiten, so herum. Und das ist in Eberswalde, es ist einfach voll weit weg. Ich habe schon geguckt, irgendwie 80 Kilometer oder sowas. Richtig eklig. Ich hätte den Job nicht angenommen, wenn ich das gewusst hätte. Naja. It is what it is. Oh, ich rieche so gut, ich liebe diese Parfum. So. Ich überlege, ob ich euch mitnehmen soll, aber es ist kein Grund. Ich fahre jetzt Auto, dann bin ich im Büro, dann arbeiten, danach zweiten Arbeit fahren. Und es geht von 17:30 bis 19:30 Uhr. Dann werde ich wahrscheinlich erst 20:30 Uhr hier sein, weil man braucht echt lange. Es ist eine Fahrt von einer Stunde. Irgendwie bin ich gerade so nicht motiviert, aber ich muss los. Okidok, Leute, dann sehen wir uns, also wir hören uns später. Ich mache nachher auf jeden Fall die Kamera an. Gestern war auch nicht viel los. Gestern war ich auf Arbeit. Ich war länger da, als ich sollte. Dann sollte ich von meiner Schwester eine Freundin ihr Kind abholen. Die habe ich dann zu meiner großen Schwester gebracht. Und dann war ich erst gegen 18.30 Uhr zu Hause. Und ich hatte so einen Hunger, weil ich auf Arbeit nichts gegessen habe. Weil den Salat, den ich dabei hatte, hat sich rausgestellt, der war verdorben. Das heißt, ich hatte nichts zu essen und ich habe eh immer kein Bargeld. Und ich war halt alleine im Büro, hatte ich nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Ach, es war schrecklich. Heute habe ich aber Essen dabei. Ja, deswegen, gestern war ein stressiger Tag und dann kam ich nach Hause, 18.30 Uhr, Leute, da geht nichts mehr. Doch, ich habe mir HelloFresh gemacht, ich habe es leider nicht aufgenommen. Ich habe mir HelloFresh gemacht, das letzte Essen, was ich noch da hatte, das war richtig gut. Davon habe ich jetzt noch was, was ich mitnehme. Es war so Kartoffelpüree mit Hackbällchen. Oh, lecker. Das habe ich gemacht und das war's. Der Abend war dann durch. Okay, egal. Ich will jetzt nicht wieder anfangen. Die Tore reißt sich zusammen. Guten Morgen, meine Lieben. Man bekommt zurück zu einem neuen Tag. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Also nicht auf dem Weg. Ich habe mich fertig gemacht für die Arbeit. Seht ihr, ich bin richtig verwirrt. Es ist 7.10 Uhr. Heute ist Mittwoch. Ich habe schon ein bisschen was gepackt. Ich habe nichts zu essen. Deswegen nehme ich das hier mit. Ich habe mir nichts zu essen gemacht oder gekauft oder sonst irgendwas. Und ich weiß, ich habe kein Bargeld. Ich werde und kann auch nicht, dadurch, dass ich alleine im Büro bin, kann ich nicht wirklich rausgehen. Ich kann runter in die Cafeteria mir was holen, aber ich habe ja wie gesagt kein Bargeld. Ich habe zwar Bargeld, aber ich glaube, ich habe 3 Euro. Aber das reicht nicht für ein Essen. Deswegen werde ich das da essen, diesen Rosinenzopf. Werd mir Kaffee machen, den ich jetzt hier mitnehme. Den habe ich mal bei TK Maxx geholt, aber ich habe den nie genutzt. Hier, doch, ich habe ihn einmal getrunken. Ist ja auch egal, das nehme ich auf jeden Fall alles mit. Und gestern habe ich mich nicht mehr gemeldet, weil wann waren wir zu Hause? 21.30 Uhr. Weil die Fahrt dahin, ich habe da gestern mit einer Freundin gearbeitet, weil jemand ausgefallen ist, meinten die, hey, kennst du jemanden? Dann habe ich meine Freundin gefragt, wenn sie konnte. Wir haben eine Stunde gearbeitet. Das war so geil, wir kommen da an, wir machen diese eine Stunde die Einlass. Das war so eine DRK-Veranstaltung, also DRK, die Krankenkasse. Ich habe die Leute Sachen eingescannt, also QR-Codes von ihren Impfausweisen und geguckt. Manche hatten auch einen Test oder Genesene waren gar nicht dabei. Genau, das haben wir eine Stunde gemacht und dann meinte die eine, ja, ihr habt voll einen guten Job gemacht, bla bla, ihr könnt schon gehen. Wieso? Okay. Aber die Fahrt zurück nach Berlin, das war irgendwo in Brandenburg, hat einfach eine Stunde gedauert. Mehr als eine Stunde. Genau. So, Kaffee fertig gemacht. Ja, heute hoffe ich, dass ich nicht allzu lange arbeite. Gestern habe ich auch Überstunden gemacht. Aber für mich ist es ja nicht schlimm, Überstunden zu machen, weil ich bin ja leider krass im Minus. Deswegen, bei mir passt das eigentlich schon, aber ich habe immer keinen Bock, so lange da zu bleiben auf Arbeit. Hey, hallo. Ich möchte nach Hause. Naja, auf jeden Fall, heute werde ich wahrscheinlich auch etwas länger bleiben.
Morgen gehe ich einfach nur extra, weil, wie schon gesagt, Kollegin ist im Urlaub, der andere ist krank und ja, ist halt kacke. Nur Freitag kann ich nicht, das habe ich ihr gleich gesagt. Freitag kann ich gar nicht, weil ich am Freitag um 9.30 Uhr, um 9 muss ich im Testzentrum sein am Freitag. Deswegen kann ich dann nicht, das habe ich ihr schon gesagt. Und ja, soll ich mal kurz ab. Ja, das ist es eigentlich, Leute. Das ist es. Es war gestern wieder ein guter, arbeitsreicher Tag. Aber heute melde ich mich wirklich, weil ich habe eigentlich nicht vor, heute steht nichts weiter an. Heute ist der einzige Tag. Nein, doch, es steht was an. Oh nein. Weil, guck mal, ich bin ja in diesem einen Testzentrum jetzt. Aber ich kriege immer 2 Schichten am Tag, also in der Woche. Ich kann eigentlich 3-mal arbeiten, aber ich kriege immer nur 2-mal arbeiten und auch nur keinen ganzen Tag, sondern eine Hälfte des Tages. Dann dachte ich, ich bewerbe mich bei einem anderen Testzentrum noch, sodass ich so zwischen 2 hin und her wechseln kann. Und da bei dem einen, wo ich mich jetzt auch noch beworben hatte, die meinten, ja, wir würden dich gerne kennenlernen, bla. Und da soll ich heute hin um 16 Uhr. Das hieß, ich müsste heute voll lange auf Arbeit bleiben. Aber das heißt voll lange, wenn je nachdem, wie ich jetzt auch ankomme. Oh, dann wird der Tag aber halt wieder auch so lang. Oh, wisst ihr, dann habe ich so ein, kann ich erst 15.30 Uhr los. Und ja, es wird ein langer Tag, gar kein Bock irgendwie. Ich hab, ach, egal. Egal, Leute. Wir sollten nicht meckern, weil dann wird es nur noch schlimmer. Wenn man vor sich rummeckern. Hin. Die Jacke ist hier, aber mein Schal ist nicht hier. Ja, Leute. Oh, Akku ist tot von der Kamera, sehe ich gerade. Ah, ich muss jetzt eh los. Also, Leute. Ich muss kurz nach meinem Schal schauen. Also Leute, man sieht mich nicht mehr. Aber ich mache mich jetzt auf, weil es ist jetzt 7.16 Uhr. Ich mache mich jetzt auf und wir hören uns später. Mein Akku ist eh leer. Also ist am Abkrepeln. Also. Hallo Leute, ich bin wieder back von der Arbeit. Es ist irgendwie 17 Uhr. Ich hatte danach ja noch dieses, sowas wie eine Art Vorstellungsgespräch, aber es war keins. Ja, das hatte ich. Das war okay. Ich habe nächste Woche Samstag Probearbeiten bei denen. Okay, ich dachte jetzt gerade, ich habe irgendwas verwechselt. Aber habe ich nicht. Doch, das passt. Gut, dass ich meinen Kalender geschaut habe. Genau. Und mal gucken, das ist hier Wedding. Das ist ganz gut, weil es nicht so weit von mir weg ist. Das andere ist jetzt auch nicht sehr weit weg, aber es ist halt die Durchstraße. Ja, ich bin gerade irgendwie voll, schon wieder so voll fertig, einfach so für mich tot. Ja, genau, ich mache gerade Tee, ich werde jetzt einfach mal so hardcore einen entspannten machen. Ihr wisst einfach nicht, wie hardcore ich jetzt einen entspannten machen werde. Weil ich tot bin. Ich habe diese Woche 4-mal gearbeitet in der Stadt, 3-mal, also in der Behörde. Ich muss schon sagen, das ist schon nicht so mein Film. Aber nächstes Jahr bin ich auch noch 5 Tage in der Behörde. Wenigstens dann muss ich nicht mehr diese anderen kleinen Jobs mehr machen. Hab dann nur noch diese eine Sache. Das ist schon ganz gut eigentlich. Und ja. Genau, das ist wirklich ganz gut. Ja, was soll ich erzählen? Heute war echt nicht viel. Ich war nur arbeiten, dann war ich bei diesem Bewerbungsgespräch-Ding und jetzt bin ich zu Hause und mache mir einen Tee. Wow, High Life. Ja. Sinnlos. Ich werde gleich Dings laden. Oh, wartet mal. Oh, Leute. Leben ist ein, ich habe früher gesagt, das Leben ist ein Kackhaufen, aber nein, das Leben ist was Tolles und all dies, das, Ananas. Da sagt auch niemand was dagegen, es ist nur, ich weiß nicht, momentan, ich weiß gar nicht, ob momentan oder ich sag ich nicht immer, irgendwie ist gerade zu viel, das sage ich doch öfters, oder? Ich glaube, das sage ich echt öfters. Mist, was habe ich denn getan? Was ist das, was zeigt sie hier? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Hier, Akku, das geht gleich aus. Ja,
Ich werde so chillen und was schauen. Vielleicht Netflix, vielleicht haben die wieder was Neues. Ja, auf jeden Fall, Leute. Morgen muss ich ja wieder arbeiten, schön. Donnerstag da antanzen in der Behörde. Ein Glück, aber morgen ist die Referatsleitung nicht da. Ich bin allein. Das ist ganz gut. Ich werde aber auch nicht lange bleiben, weil morgen nach der Arbeit möchte ich ein Video drehen und so. Und ja, und schneiden und hast nicht gesehen. Ich würde gerne auch das Video, was ich dann morgen drehe, auch dann posten zu 18 Uhr. Ob ich es schaffe, weiß ich noch nicht. Aber das ist so mein Wunsch. Das ist schon mein Gedanke, mein Wunsch. Ich habe heute direkt vor der Haustür einen Parkplatz gefunden, einfach. Nice! Gegönnt! Einfach Bombe! Boah, das Auto hört sich schon ein bisschen komisch an von der Person. Man hört es vielleicht. Ach, ja. Ich hasse Winter. Es ist so arschkalt. Unglaublich, wie arschkalt es ist. Unglaublich. Der gönnt sich direkt. Der hat richtig Glück gehabt. Der ist erst vorbeigefahren, der Typ hier im Auto. Und danach hat er gemerkt, dass da gerade jemand die Lücke freigemacht hat. Und dann habe ich gesehen, wie er rückwärts fuhr und dann jetzt hier rein. Hat er Glück gehabt. Da ist ein Parkplatz für ihn. Junge. Naja. Wasser für Tee ist auch schon fertig. Ich höre nichts blubbern. Das heißt, es ist fertig und das ist es auch. Ich mache mir hier diesen leckersten, einer der leckersten Tee, Apfeltee einfach. Der ist hier von Netto. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, was ich erzählen oder reden soll. Es ist einfach gerade momentan wieder so. War das irgendwas? Nee. Aber momentan wieder so, keine Ahnung, es ist so stressig und nervig. Irgendwie nervt mich auch gerade die Arbeit und so, weil wenn man alleine ist, ich will nicht sagen, wir haben voll den Stress, weil selbst wenn du alleine bist, ich weiß gar nicht, was meine eine Kollegin immer quatscht, wenn mal alle anderen, also wenn mal weniger Leute da sind, sie tut immer so, als ob die Welt untergeht. Also die Welt geht wirklich nicht unter. Das braucht sie eigentlich gar nicht so tun. Man kommt schon alleine klar. Aber das, was ich denke, ist halt einfach, es ist so, ich weiß nicht, es ist halt Arbeiten, ich weiß nicht, es ist halt diese Arbeit, die eigentlich du nicht tun willst, die eigentlich jetzt nicht das ist, wo du denkst, das ist es. Und ganz ehrlich, Leute brauchen mir auch gar nicht immer kommen mit, ja, Arbeit muss nicht Spaß machen, sondern du musst Geld verdienen oder, ja, müssen wir, aber lieber habe ich eigentlich eine Arbeit, wo ich Spaß dran habe, als eine Arbeit, wo ich keinen Spaß habe. Und ich sage auch nicht eigentlich, dass ich an der Arbeit in der Behörde jetzt gar keinen Spaß habe. Es ist halt einfach, warum nehme ich nicht immer das mit zu essen? Morgen werde ich mir drei von denen mitnehmen. Das sind, ich weiß gar nicht, ich komme jetzt natürlich nicht drauf. Den werde ich sowas von mitnehmen. Die sind bestimmt schon übelst reif. Naja, ich springe mal wieder von Thema zu Thema. So sind wir. Ich bringe jetzt mal den Tee rüber und dann mache ich mal Netflix an. Mal gucken, ob Netflix mich überraschen kann. Mich überraschen kann. Ich schau mal. Leute, wir sehen uns morgen. Morgen habe ich mehr für euch, weil ich morgen wirklich dann drehe und alles. Und dann Schnitte setze. Wir unterhalten uns morgen. Ich werde morgen so gegen 13.30 Uhr von der Arbeit los. Weil morgen kommt ja auch noch jemand wegen dem Schimmel. Meine Schwester wird um 13 Uhr schon hier sein, weil die kommen ab 13 Uhr bis 16 Uhr. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Freitag. Ja, ich habe die kurzen Haare jetzt drauf, weil ich die anderen verliehen habe. Jedenfalls, gestern war der Typ da wegen des Schimmels. Ich war nicht da, meine Schwester musste herkommen, weil ich war arbeiten. Aber schaut mal, der Schimmel dort ist komplett weg. Der Schimmel hier oben ist komplett weg, aber man sieht das. Seht ihr dieses? Ich habe Eierweiß genommen und der hat so ein White genommen. Also man sieht diesen Unterschied. Mein Weiß, sein Weiß. Aber gut, Hauptsache dieser Schimmel ist weg. Der hat das einfach überall entfernt, wo es entfernt werden musste. In meinem Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Dann meinte er nochmal halt, wie ich zu lüften habe. Von wegen halt 20 Minuten Durchzug und danach Fenster zumachen, Heizung anmachen. Muss auch nicht so heiß sein, sondern es soll jetzt Wärme hier drinnen stehen und bla bla bla. Aber da ich jetzt gleich zur Arbeit fahre,
Habe ich jetzt einfach überlegt, ich lasse die Heizungen an, die sind so auf 1. Aber bei mir die Heizungen, die sind zwar auf 1, die sind so heiß, die werden trotzdem richtig heiß. Selbst auf der Stufe 1. Deswegen, keine Ahnung, ich habe sie jetzt angemacht, wie er gesagt hat. Davor, ich habe immer gelüftet, aber das mit dem von wegen danach muss man die Heizung anmachen, kannte ich nicht auf diese Art und Weise. Aber okay, ich mache das, damit nachher nicht es wieder heiß. Ich hätte nicht richtig gelüftet, bla 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 bla. Deswegen machen wir das, ja? Gar keine Sachen im Kühlschrank. Ich muss mal nachher mal einkaufen. Und ja, ich bin jetzt gleich auf dem Weg ins Testzentrum. Ich bin heute das erste Mal alleine. Ja, mal gucken. Da sind schon 2 PCR-Tests angemeldet. Aber die eine meinte, ach, die wirst du bestimmt nicht machen, weil ich muss denen ja sagen, wie lange es dauert, bis sie das Ergebnis haben. Und zwar 24 Stunden. Und dann werden die wahrscheinlich woanders hingehen, wo es schneller geht. Naja, ist auch nicht mein Problem, nicht mein Ding. Das ist es, Leute. Und wenn ich wiederkomme, gestern habe ich leider nichts gedreht. Ich kam von der Arbeit. Meine Schwester war ja hier, hatte gewartet auf den Typen und ich hatte gestern. Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Ja, mein Gesicht glänzt und mein Gesicht fühlt sich so gut an. OMG. Ich sag euch, bald, wirklich sehr bald, kommt meine Morgenroutine, Abendroutine. Das hat mein Leben verändert. Naja, auf jeden Fall, heute ist Samstag. Ich muss heute ab 15 Uhr arbeiten. Deswegen habe ich jetzt Zeit und ich werde jetzt gleich ein paar Videos drehen, safe. Was heißt ein paar? 2 Videos. Einmal ein Get Ready With Me und ein Try-On-Haul, H&M. Try-On-Haul, weil ich mal wieder ein paar Sachen bestellt habe. Die müssen wir jetzt zusammen ausprobieren, wollte ich gerade sagen. Egal, ich habe jetzt ein bisschen hier aufgeräumt. Ich habe mir schon Kaffee gemacht. Ich lüfte jetzt gerade, weil nach diesem Schimmel da müssen wir ab jetzt lüften. Oh, ich muss heute nicht mal 3 Videos schneiden dann. Ich muss nicht 2, sondern 3 Videos. Das Get Ready With Me, Try On Haul und diesen Vlog für morgen. Und den werde ich heute schneiden und alles, soweit wie es geht, fertig machen. Und so, dass ich einen Sonntag habe, wo ich das nicht machen muss. Also, der Plan ist jetzt, ganz leicht ein bisschen aufräumen, meinen Platz vorbereiten fürs Drehen. Im Wohnzimmer drehe ich ja immer. Alles soweit vorbereiten, anfangen zu drehen, das Get Ready With Me. Nach dem Get Ready With Me gleich Try-On-Haul drehen und danach gucken, ob ich Zeit habe einzukaufen, um mir was zu essen zu machen. Das, was ich essen machen will, ist nicht Großartiges. Und ich überlege halt, wie lange ich euch mitnehme oder ab wann ich sage, okay, ciao. Kann ich eigentlich immer später machen, kann ich später machen, wenn ich Sachen gemacht habe, sodass ich mich bei euch noch öfters, also etwas mehr melde, weil am Ende des Tages, wenn ich gekocht habe, sagen wir mal, geschafft habe zu kochen und bla bla und dann losgehe, ist es eigentlich ganz gut, weil am Ende sage ich eh ciao und dann habe ich das Material ja eh schon. Deswegen denke ich, das ist nicht mal so heikel, Michael, also wird schon gehen. Genau, Leute, das ist, die Woche war mal wieder todeslangweilig, todessinnlos. Aber das ist es. That's my week. Und ich hatte überlegt, auch ein Shein-Haul zu machen. Aber da, ich habe 3 Oberteile von Shein geholt und 2 Paar Ohrringe. Ich glaube, so war es. 3 Oberteile, 2 Paar Ohrringe. Die Oberteile sehen eigentlich gleich aus. Und ich weiß nicht. I don't know. Ich werde es mir nochmal überlegen, ob ich das mit einfach bei H&M plus Mini Shein oder irgendwie so, dass ich das mit reinmache. Weil ich habe so ein paar Ohrringe auch geholt. 2 Paar, die sehen so Bombe aus. Die hatte ich euch auch schon in meinem Vlog gezeigt und die hatte ich auch hier schon an. Die fokussiere. Die sehen so gut aus. Sind so süß. Wie kann man so süß sein, ey? Naja. Genau, das ist der Plan, Leute. Also, irgendwo wird gebaut und es ist voll laut. Ah, es ist jetzt voll laut, weil ich... Oh Gott, ich dachte gerade, nachher wird es so laut sein, wenn ich drehe. Aber ich habe ja die Fenster offen. Deswegen ist es so laut. Irgendwo da weiter hinten wird gebaut. Nee, es wird nicht mal gebaut. Da ist einer mit diesem Blasting. Wegen der Herbstblätter hier, die überall liegen. Ja, ich habe mir jetzt auch auf dem Handy einen Wecker gemacht. 20 Minuten, 15 nur noch. Schließe ich die Fenster, mache ein bisschen Heizung an. So hat er mir das erklärt, der Typ, der hier war. Ich soll immer wieder nach dem Schließen die Heizung anmachen. Zwar nicht lange, aber trotzdem anmachen. Ja, und das werden wir machen. Nicht, dass sie mir von der Ecke kommen und mir irgendwas palabern. Davor, ich habe immer nur gelüftet. Warum soll ich Heizung anmachen? Ich habe morgens schnell gelüftet, bevor ich los musste. Und dann, ja, dann war es das gewesen.
Aber ich soll ja immer noch zusätzlich die Heizung anschalten. Das mache ich jetzt auch dann. Das werden wir machen, du. Genau, Leute, das ist es. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf. Also ist aber nicht viel aufzuräumen. Es liegt kaum was rum zum Glück. Ein Glück hat sich jetzt diese Woche mein sauber, alles sauber halten gehalten. Also mein Putzen von davor. So, also mein Putzen von davor hat sich gehalten. Also hier ist ein bisschen unordentlich, aber ansonsten das ist richtig gut. Aber auch wahrscheinlich, weil ich halt einfach so, wenn ich so am Arbeiten bin und ich komme nach Hause, ich mache nichts schmutzig, großartig. Ich lege hier auf der Couch und dann war's. Ach, Leute, na gut. Ich melde mich dann zwischendurch. Leute. Ich habe jetzt gerade noch das H&M-Kleid an, was ich jetzt gerade als letztes anziehen musste für mein Try-on-Haul. Ich bin fertig. Meine Freundin hat ihren Hund abgeholt. Ich bin literally fertig. Like, fertig, fertig. Ich werde mich jetzt ganz schnell anziehen, weil es ist schon 14 Uhr irgendwas. Ich muss ja zur Arbeit, 15 Uhr. Ist noch nicht 14 Uhr, es ist 13 Uhr noch was. Aber es wird gleich 14 Uhr. Ich will hier einfach mich umziehen mit euch. Genau, ich beeile mich jetzt einfach. Ich danke euch fürs Zuschauen von dem Wochenvlog. Es gibt nicht viel zu sagen. Ich habe Hunger. Ich muss mich gerade sowas von beeilen. Und ich arbeite bis 21 Uhr heute. Wird richtig schön. Aber ich nehme meinen Laptop mit, schneide diesen Vlog hier, schneide dieses Try-on-Haul und schneide das Get Ready With Me. Deswegen sieht mein Gesicht so aus, wie es aussieht. Ja, das ist es, Leute. Och, ich bin schon wieder im Stress. Ich plane meine Tage, ich plane das. Ich bin manchmal so richtig gut in Zeit und dann auf einmal verfliegt die Zeit und ich denke so, was ist denn jetzt los? Naja, it is what it is. Danke fürs Zuschauen. Liked mein Video gerne, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Woche. Peace.